Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video von Fickigete Klicks. Die beiden machen sich gerade schöne Augen. Und mit den beiden meine ich natürlich den guten Bernd und den guten Sven. Die betteln sich heute, nachdem Hallo. Sven letztes Mal in Fickigete Klicks zerstört wurde von Holger. Hat Bernd sich gedacht, heute will ich Sven auch mal wieder zerstören, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Ist Ja, eine ist Weile lange her, her. lange her. Und Meine dann. letzte Aufnahme war ja das Quiz. Das war ja meine letzte Aufnahme, bevor ich wieder auswerten musste. So lange schon wieder her. Ja, es ist Ja, zweieinhalb Wochen her. und Sven versucht natürlich nicht zerstört zu werden. Die Regeln sind genauso wie das letzte Mal, aber ich erkläre die natürlich trotzdem, weil Bernd war ja letztes Mal nicht dabei, sondern Holger. So, Genau. also wir werden, Gegoogelt hat. es gibt 10 Videos, die wir gleich sehen werden, ne? Insgesamt. Und ich möchte jedes Mal von euch haben, wie viele also ihr müsst immer schätzen, wie viele Aufrufe wird das Ding haben. Vor Ah. welchem Jahr das ungefähr wohl ist und wie viele Likes das wohl haben wird. Möchte ich haben. Likes, Aufrufe und von welchem Jahr? Genau, und in der Reihenfolge, und ich möchte in folgender Reihenfolge das haben, damit ich das besser schneller nachgucken kann. Zuerst schreibst du mir ja, dann schreibst du mir die Aufrufe und dann die Likes. Okay, gut. Also dir privat bei Discord schreiben. Genau. Okay, gut. Okay, alles klar, ich bin ready. Muss eben gern leiser machen. Was? Jetzt bin ich schon wieder zu laut. Bei mir ja. Ah, Discord kann sich auch nicht entscheiden. Ja, finde ich auch immer lustig. So. Bin So, eigentlich mehr das dabei war. gewesen, aber BAM! Laute Stimme. Jetzt muss er dann wieder ein bisschen ballern. Ja. Genau, und am Anfang wird halt immer stehen, wie das Video heißt. Das will ich auch ein bisschen vorlesen. Wir können es auch mehrfach angucken. Ich habe es Tipp für euch auch. Jedes Video, genau wie letztes Mal, jedes Video hat mindestens 1 Million Aufrufe, um euch zu helfen. Und weil ich logischerweise draufgeklickt habe, mindestens 1 Million und ein Aufruf. Okay. Goodie, seid ihr soweit? Ready, ich bin bereit, ja. Ich bin bereit. Goodie. Bin bereit. Hat sich nicht viel verändert, also da seht ihr halt, liebe Zuschauer, die Runde und so weiter. Jede Runde kann man halt 3 Punkte holen. Runde 1 beginnt. Ich bin gespannt, wie Ben sich diesmal schlagen wird. Die erste Runde heißt The Ice Cream Van. Oh Gott. Vielleicht kommt Ben, ich kenne Ich kenne das. Dann werde ich mich hier aber das. Okay. So, Okay. wollt ihr es nochmal Also, sehen oder ja, habt ihr schon? Aufrufe, Likes. Genau, die drei Sachen möchte ich haben. Also. Okay. Wollt ihr wollen die nochmal hören? Das ist, sehen, das ist ganz gut. Ich werde mir auch immer schön notieren, wer gerade Punkt gemacht hat. Ist ja ganz schön. Und Schön, das heißt, man kann bis zu 30 Punkte sammeln. Das ist ja mehr als zum Beispiel in so einem geilen Quiz, was wir immer zwischendurch machen, was ihr hoffentlich natürlich alle gesehen habt. so. Gut, Bernd hat eingeloggt. Okay. Jetzt warten wir natürlich noch auf den Sven, der natürlich noch analysieren muss, weil das Der Video muss noch folgt. googeln. Ja, er gibt da gerade noch So. ein. Kannst du das mit K erkennen, oder? Ja, ich verstehe K schon als 1000, alles gut. Gut. Das kriege ich noch hin, gerade so. Okay, gut. Rudi, die Auflösung ist Also, jetzt. jetzt beim Ja ist halt der, kriegt der den Punkt, der am nächsten dran war, oder wenn er das genaue Ja hat? Ne, immer der am nächsten dran ist. Okay, gut. Wenn natürlich zwei immer der gleiche, zwei der gleiche hingeschrieben haben, dann ist natürlich kriegen beide einen Punkt. Okay, gut. Gut, dann kann es weitergehen. Goodie, also ich kann schon mal vorlesen. Sven sagte 2010. Bernd sagte So alt. 2015. Sven sagt Ah. 6 Millionen. Bernd sagt 5 Millionen. Ja. Aber Bernd sagt 400.000 Likes, während Sven sagt, es hat weniger, nämlich 360.000. Oh Gott, das bin ich gespannt. Das ist eine knappe Kiste. Das Jahr ist eigentlich gut auseinander. Aber der Rest ist ziemlich nah beieinander. Das sehen wir jetzt. Okay. Ah, die Auflösung kommt hier. Ja, genau. Warte, warte, 2014? warte. Du musst eben die Auflösung. 2014. So, Bernd okay. kriegt einen Punkt für Ja, das ja. Jahr. Sven kriegt einen Punkt für die Ja, der hat 6 Aufrufe. Millionen, genau, und ich für die Und Bernd kriegt Likes. wieder einen Punkt für die Likes. 2 zu 1 für Bernd. Warte, für die Likes? Für die Likes? Nee, das sind ja 100. Sind Ich habe das. 360k.
Ja, und Bernd hat 400k. Und das sind doch... Achso, ja, okay, gut. Logisch. 400k ist näher dran an 29. Ja, warte, ist das nicht 129.324? Das ist doch 129.324, oder nicht? Dann bin ich doch näher dran. Ach so, ja, jetzt hab ich ja. Alles gut. 2 zu 1 für Sven. Ja, 2 Punkte für Sven. 2 zu 1 für Sven. So. Weiter geht's. Sven ist das erste Mal in Führung. War, glaube ich, letztes Mal auch so. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Weiß ich gar nicht. Aber ich hatte auch Google, Holger, als Gegner. Ja gut, jetzt hast du den googelnden Eiler. Ja, auf also. So, der nächste heißt Epic Pomeranian Puppy Sneeze. Das Originalvideo. Okay. Ich hab Angst. Mal gucken, ob ich das auch kann. Also sag mal, ich ja. Okay. So, wollt ihr es nochmal sehen oder habt ihr alle Infos, die ihr braucht? Alles gut. Alles klar. Ich hab alles. Alle Infos, die ihr braucht. Das ist gut. So, wir sind fleißig am Tibbeln. Vor 30 Punkten sind ja schon 27, jetzt ist ja schon 3 weg, jetzt kann man noch 27 holen. Der Sven hat diesmal als erstes eingeloggt. Und jetzt kommt jetzt der Bernd. Bernd sagt, 2018 hat der Hund genießt. Sven sagt, meint, es ist 2013. Bernd sagt... Sagen, also, echt, ich lass dich erstmal ausreden. Bernd sagt 10 Millionen. Sven sagt 4 Millionen, aber Sven sagt 350.000k, also 350.000 auf Likes, während Bernd sagt 300.000. Wieder ganz schön knapp. So, Bernd, wolltest du was sagen? Ich habe 2018 jetzt gesagt, weil dieses Tablet und so, was da auf dem Bett lag, ziemlich neu aussah. Deswegen habe ich 2018 gesagt. Ja, aber wenn 2013 gewesen sein müsste, ne? Dann wäre es aber für 2013 aber vielleicht auch ein neues Tablet. Das kann sein. Gab es 2013 überhaupt schon Tablets? Das können wir ja direkt beantworten. Das waren doch so kleine Kackdinger, oder nicht? 2013. Aber egal. Das kann ich die Zuschauer beantworten. 2015, dafür kriegt dann schon mal 3, das sind 2. Für das Jahr kriegt Sven einen Punkt. Bei den Aufrufen kriegt Bernd wieder einen Punkt. Und da ist Bernd diesmal näher dran. Er hat 50.000 weniger. Da kriegt Bernd diesmal 2 zu 1. Ah, also 3-3. Also 3-3. Nach Runde 2. Weiter geht's. Das ist, laut, also mein, vom Gefühl her ist es genauso wie letztes Mal. Einer geht in Führung, dann macht der andere wieder Ausgleich und dann. Wenn Ben jetzt diese Runde in Führung geht, dann ist es genauso. So, das dritte Video von 10. Who wants to know on human bones? Okay. Das Camp, ja. Alles natürlich international, aber ich glaube, ich habe nichts Deutsches drin. Der Black war Bernd gerade. Meine Frage ist gerade, was für Fick gucke ich da gerade? Alter, ich wollte sagen, wann ist das zu Ende? Alter, ab sowas. Wollt ihr es nochmal sehen? Nein. Nee, ja, auch nicht. Aber der Blick gerade, ey. Oh, schon. Bert hat schon eingetippelt. Das muss richtig viel sein, so. Also ich habe das vorher noch nie gesehen. Du hast aber gutes Zeichen, denn darum geht es ja im Fickete Klicks, dass ich euch Neues präsentiere und ihr dann raten. Ja. Und ich verstört aus der Wäsche gucke, ne? Oh ja. Mhm. Das hat geklappt hier. Also diese Runde war auf jeden Fall. Das hat wirklich gut geklappt. Mal gucken, wer von uns beiden näher dran ist. Ja, genau. Sven hat seine Analyse noch nicht beendet, die muss er eben noch schnell eintippeln. Da! Oh! Leute! Das ist ziemlich schnell. Jetzt habt ihr beide eingetippelt. Wollt ihr noch was ändern oder so lassen? Nö, ich lass so. Alles klar. Diesmal fange ich bei Sven an. Sven sagt, es ist aus dem Jahr 2009. Bernd auch. Sven sagt, es hat 6 Millionen. Sven meint 10.
Du hast von mir weg. Was ist? Du hast 6 Millionen eingegeben, Sven hat 10 ja. Millionen. Okay. Du, Ben sagt 20.000, Sven sagt 115.000. Ui. Okay. Also ich glaube, für das Jahr kriegt ihr beide schon mal einen Punkt. Also 4-4 kann man schon sagen, aber für die anderen beiden, ne, Aufrufe und das wunderschöne, natürlich 1 Million, damit kriegt Ben schon mal das 5-4 hin. Ja, bei mir arbeitet. Das war wirklich, das ist aus dem 2 Jahr, Alter, wir sind genau auf das Jahr gekommen. Echt? Ja, 2009. Ja, 2009. Geil. Ja. Und Boss, Alter. Und Ben führt jetzt gerade 5-4 und wegen den Likes führt Ben jetzt 6-4. Überall einen Punkt geholt. Ben ist halt krass unterwegs, er kennt YouTube aktuell besser als Ben. Ja. Schauen wir mal, ob das auch in Runde 4 so sein wird. Mal gucken. Soll ich mal wieder auf OBS schalten, damit ihr Camps seht bei der Reaktion. Chicken, give me Tendies! Ah, okay. Los, Dollar Hahn, greif ihn an. Wollte ich nochmal sehen. Nee, also nein, reicht mir. Einmal reicht mir. Okay. Bernd okay. Hat das ja schon wieder analysiert an der Waffe. Mhm. Oder den Huhn, wer weiß. Und in der Waffe. Sag ich mal. Ja, komm. Punktabzug in der B-Note. Sven hat eingeloggt. Bernd ja, hat eingeloggt. Auch. Also ihr seid wohl nicht am googeln, aber seid ihr irgendwie auf Facebook gerade am Tippen? Nee. Wieso? Bernd sagt 2014, Sven sagt 2014. Wenn er jetzt gleich wieder 2014 steht, ne? Sven sagt 2 Millionen, Bernd sagt 5. Bernd sagt 15.000, während Sven sagt 50.000. 50.000 auf wie viele Aufrufe? Auf 2 Millionen Aufrufe? Ja, du, wegen der Waffe, ne? Wegen der Waffe habe ich eher extra weniger gesagt. Aber mal gucken. Ich dachte, 2016. 2016, dafür kriegt ihr natürlich beide einen Punkt. Für die kriegt Bernd kriegt einen Punkt für die Aufrufe. Und Sven kriegt den Punkt für die Likes. Ja, da kriegt Sven den Punkt, genau. Genau, damit gibt es dann ein 8-6. Ja, genau. Für Jahr kriegen wir beide ja einen Punkt, wenn wir beide 2014 haben. Genau, für den ersten kriegt ihr beide einen Punkt und für den anderen kriegt Bernd und dann anderen Sven. Also punktetechnisch bleibt es eigentlich gleich von der Entfernung her. Ja. Beide 2 Punkte. Gut. Weiter. Sehr schön. Wir haben gleich die Hälfte geschafft. Bernd ist gerade noch am Stompen. Fühlt sich gerade so an wie Werder Bremen gegen Hamburg 2. Hä? I could okay, really I use could... a wife sometimes. Ist das fünfte. Okay. Schade, alles klar. Das ist auch die Originallänge. Manchmal habe ich das ein bisschen kürzer gemacht. Bei dem war es so kurz, dass ich das nicht gemacht habe. Bei dem fand ich das schade, da hätte ich gerne länger laufen lassen. Ja. Der Beat gefallen. Ja, hat mir gefallen. Ich auch gerne. So. Aber ich habe meine Analyse fertig abgeschlossen. Bernd hat direkt gesehen, das muss eine Waschmaschine aus dem Jahr sein. Ja, ich habe das Video nämlich mal so ein ähnliches auf TikTok gesehen und ich habe seit 2018 TikTok auf dem Handy, deswegen habe ich ein bisschen geraten. Aber oh, kacke, Sven ist noch gar nicht fertig. Nee, aber egal, ich bin ganz weit weg davon. Ah. YouTube gibt es übrigens seit 2006 so als Tipp. Ja, okay. Okay, gut, dann muss ich eben wieder. 1987. Oh, 1999 stimmt also nicht. Okay, wieder ein paar Jahre hoch. 2006. So. Ne, Hundi. So, Svens Analyse ist noch nicht fertig. Jetzt aber. Jetzt ist sie fertig. Sven hat eingeloggt. Diesmal habt ihr euch nicht auf Facebook oder Twitter abgesprochen. Oder Insta. Oder Insta. Snapchat. Oder Snappy. Oder
Tinder. Tinder, genau. Alter, Knuddels. Alter, Knuddels. ICQ. MSN, Alter, Skype. Gibt so viele Sachen, aber hier, ja. Hau raus. So, Sven sagt, es ist aus dem Jahr 2010. 10, okay. Bernd hat schon leicht geteasert, 2018. Ja. Bernd 15 Millionen. Sven sagt, geteilt durch 5, 3 Millionen. 3 Millionen nur? Und wow. Sven sagt 20.000. Bernd sagt 200.000. Ja. So, schauen wir mal, wer jetzt hier hart absahnt. Diesmal gibt es wohl wieder verschiedene Punkte. Ich habe mir Taschenrechner noch geholt. 2016, dafür kriegt Bernd für das Jahr einen Punkt. Ja. Für die Aufrufe kriegt den Sven den Punkt und für ja. die Likes auch. Ja, für die Likes auch. Damit kommt Sven 2-1 aus dieser Runde raus. Das heißt 8-9 aus Svens Sicht oder 9-8 für Bernds Führung. 9-8 für mich, ja. Genau. Damit haben wir schon mal okay. die Hälfte. Seid ihr aktuell stolz und zufrieden mit euren Punkten? Ja, alles gut bis jetzt. Hab das Video halt nur ein bisschen höher geschätzt, aber egal. Darum geht's ja hier. Russian genau. Army Barbie Girl. Oh, das kenne ich. Ja, das ist geil. Ich bin bei Bernd jetzt mal ein bisschen weiter als ich. Das war ein sehr bekanntes tatsächlich. Das kannte ich auch vorher schon. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das ist. Das gab's übrigens auch mit Call Me Maybe. Call Me Maybe. Okay, da hast du mir einen kleinen Tipp gegeben. Genau. Dann mach das so. Bernd, bei welcher wenn du eingeloggt hast, kannst du mir einmal sagen, bei welcher Minute du bist. Ich glaube, du bist ein bisschen weiter als ich nämlich. Also ich kann dir. Wo ich jetzt bei dem Video bin. Ja, genau. Ich bin 4 Minuten und 57 Sekunden. Okay, ich bin bei 56, das ist okay. Ich bin bei 57. Na gut, bei mir war Mini-Ruckler gerade, deswegen. Aber die eine Sekunde, nein. Wenn ihr beide gleich voll seid, dann ist das eher nicht schlimm. Ich. Ja, passt ja. Okay. So, habt ihr beide eingeloggt? Ja. Gut, Sven sagt 2014. Bernd 13. Ja. Sven meint 5 Millionen. Bernd sagt 12. Bernd bleibt bei 200.000. Sven geht auf 80.000. Ja. Wird knapp. Beim Jahr wird es auf jeden Fall entscheiden bei euch. So. Oh, fuck. 2012, für das Jahr kriegt der gute Bernd einen Punkt. Für die Aufrufe 7 Millionen, da ist Sven noch ein bisschen näher dran, dafür kriegt Sven wieder einen Punkt. Für die Likes kriegt Bernd einen Punkt. Genau. 11-9 für den Bernd. Ja. Führung leicht ausgebaut. Ah, Sven, boy. Ah, Bernd. Die creepy Lache. Die psychischen Tricks von Bernd kommen jetzt wieder. Ja. So, Nummer 7. Sven, do you want a balloon? Das war Tralala. New Fans for Stella. Kleiner Mini-Spoiler, Stella ist ein Hund. Ja. Achso, Stella ist nämlich auch ein Bier in Ägypten. Ganz, ganz so, gerade, ganz nebenbei, merkt. Shit. Damn it. So, jetzt dürft ihr mal erraten, was Stella denn so bringt. Damit und dann. Ja, komm. Machst du eine Mathematikrechnung daraus, ne? Ja. Okay. Ich habe mir irgendwelche Zahlen ausgesucht und davon die dritte Wurzel gezogen. Ah, okay. Die dritte Wurzel sogar. Ja. Aber dann am Ende nochmal geteilt durch Pi, ne? Ja, durch Pi. Natürlich. Ja, genau, am Ende nochmal durch Pi, ja. Danke. Vor allem, weil Pi. Oder, durch, Kopf oder war das durch Pi Viertel? Das war durch Pi Viertel. Also, oh, toll, jetzt muss ich neu rechnen. Ja, rechne nochmal neu. Durch ja, Pi Sven, Viertel. Sven endet nochmal, in der Zeit gucken. Sag ich Ben schon mal also die Lösung. Ich hab schon eingeloggt.
Ja, komm, ich geh jetzt damit durch Pi-Viertel. Okay, ne? Ja, Pi-Viertel, ob du durch Pi oder Pi-Viertel rechnest. Also, das kann schon den Unterschied ausmachen. Das kann den Unterschied ausmachen, muss es aber nicht. Ja, das stimmt. Ja. So, Bernd sagt 2015. Ja. Sven sagt 2013. Ja, Bernd sagt diesmal, geht wieder auf die einstellige Millionenzahl, auf 3 Millionen. Sven auf 4. Oh. Hallo, das ist ein Hund, ne? Also. Ja. 100.000 Likes, sagt der Sven. Bernd sagt 60.000. Hund, wo willst du hin? Hund! Ihr seid bei einem ziemlich nah beieinander. Diesmal wird es mal interessant. 2014! Damit kriegt ihr beide einen Punkt. Dafür nehme ich 5 Millionen, dafür kriegt natürlich der Sven einen Punkt. Was hat Sven an Aufrufen gesagt nochmal? 1 Million mehr als du. Ah ja, 4 Millionen, genau, okay. Ja, genau. Und 6.000 Likes nur, damit ist Bernd mit 60.000 näher dran als Sven mit 100.000. Aber bei Ja kriegen wir beide ja einen Punkt, oder nicht? Ja, genau. 13, ich hab 15. Das war jetzt die goldene Mitte. Genau. Das war die goldene Mitte. Ich hatte erst auf 14 eingegeben, ich so, nee, es war bestimmt 15. Hochkant, das muss 15 gewesen sein. Du, also meine Pi-Rechnung hat mich jetzt gar nicht mehr so enttäuscht. Ja, aber hättest du durch Pi Viertel geteilt, das wäre vielleicht noch genauer gewesen. Das wäre sogar richtig gewesen. Dann ja, das wäre vielleicht richtig gekommen. Gewesen. Ja. Aber punktetechnisch bleibt es deswegen so gesehen ja immer noch gleich. Wir beiden gehen mit 2 Punkten da raus. Deswegen steht es jetzt 13 zu 11. 13 zu 11. Harte und knappe Kiste. Eine Runde kann 3 Punkte ausmachen, so gesehen kann jeder krass gewinnen. Es kommt die vorvorletzte Runde, nämlich 8. Rabbit Eating Watermelon ASMR, und damit meinte ich dich vorhin, Sven. Ah, ASMR. Deswegen passt ich nicht. Das ist Svens Genre. Ich glaube, ich kenne das auch. Ja, dann ist ja klar, dass du sowas kennst. Ja, ich kenne das. Die Originallänge habe ich übrigens nicht genommen, die ging glaube ich 6 Minuten. Das wollte ich nehmen. 6 Minuten braucht er. Oh ja, schneller. Ich gebe schon mal ein, Alter. Meinst du nicht, du kannst auf Wassermelone erkennen, wie die gespritzt wurde? Noch mal raus? Das kann ich leider nicht sagen. Okay, gut. Also bei Sven's war 2019, Bernd. Ja, bei Sven war 2019. Vielleicht hilft er ihr. Weil jetzt, wenn ihr die ASMR-Phase erst richtig revolutioniert. Mit der Energy-Dose. Ding, ding. So, das war gut. Zwei Dinger hier gibt's danach noch, deswegen müsst ihr euch bei der Analyse natürlich viel Mühe geben. Das letzte ist K, ne? Nicht T. Boah. Oder T für 1000, also. Ja, du, T, ne? Kenn ich nur für Zeit. Ich für Tonnen. Ja, für Tonnen. T wie ja. 100 Tonnen. 90 Tonnen an Likes, ey. Tonnen an Likes, Alter, ja. Insta gewonnen. Ja. Das ist wie der Brunnen in Steinpapier-Schere. Genau das. So. Sven sagt 2018. Bernd 17. Puh. Wieder ziemlich interessant. Nicht mehr ein großer Unterschied. Wo natürlich wieder mehr Unterschied ist. Nämlich bei den Aufrufen. Sven sagt 5 Millionen. Bernd hängt noch eine 1 davor, 15 Millionen. Oder ich hab einfach mal 3 genommen. Oder mal 3. Ja. Dann ist Sven. Und dann geteilt ich Pi-Viertel. Ja. Und Sven sagt 60.000, während Bernd sagt 190.000. Oh. Hm. Unser ASMR-Video hat nämlich auch ziemlich viele Likes gekriegt, deswegen dachte ich so. Ja, aber Sven. Ja, Sven hat. War ja auch Sven, ne? War auch Sven, ja, mit seinem dicken Bein da, den. Du hast ja auch. 2019 kriegt Sven den. Sven kriegt den Punkt für das wunderschöne Jahr. Sven kriegt den Punkt für die Aufrufe. Und Bernd kriegt den Punkt für die Likes. 2-1 für Sven aus dieser Runde. Also 2 Punkte Vorsprung noch. Nee, ein. Ein Punkt voll. 14-13 für den Bernd. Aber es sind 6 Punkte zu holen und ihr macht es extra spannend. Finde ich gut. Ja, ne? Für Berg kann ich auch richtig gut arbeiten, weißt du? Ja, Holger, der hatte so eine Phase, da habe ich einfach einen Bogen gerahmt, dann so wie so, Berg. So, 10 Minuten endet Meeting. Eine Runde kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ja, 2 Runden schaffen wir auch noch. Ja, mal gucken. Wenn Sven mal erzählen lässt, wie geil er ASMR gemacht hat, dann dauert das. Gerne mal anschauen. So, 2 Stück noch, das vorletzte. Kommt jetzt, das heißt der Reveal to Grandpa.
Ein bisschen was. Ein bisschen was für die Ladies. Looks like something you used to suck on when you were little. Yeah. You should probably read it. Actually, no. Right. Really? Yep. Yeah. Oh. I'm 10 weeks. Oh, sehr rührend. Ja. Und dieses rührende Video kam aus dem Jahr. Ja, Sven hat, glaube ich, direkt versucht, das im Setfield da mal zu nehmen. Ja, ich habe auch so die ganze Zeit. Ah, wo kann ich jetzt da irgendwo was herausfinden? Sven, los, hab mal zeigt aber den Zettel. Ich hab die Musik aber im Hintergrund gehört, also kann ich das ja schon mal rausschließen. Wenn ich wüsste, wann das Lied rauskam. Ich die ganze Zeit so, hoffentlich zeigt den Zettel nochmal, ne? Oh, nee. Da steht ja nur, dass es ein Junge ist. Ja, aber hätte ja sein können, dass das schon irgendwie so ein... Dass da steht, der Junge heißt Bob Marley und kommt noch dieses Jahr. So, ich bin fertig. So, Bernd hat das, hat schon erkannt an der an der Bartpflege vom alten an Herrn. An dem Bartpflegeset hat er direkt rauserkannt, das kam natürlich aus dem Jahr. Kann nur aus dem Jahr sein, Alter. Ja. Nur aus dem Jahr. Es geht aber um das Baby, das heißt, ich muss da eh noch ein Schiff drauflegen. Also mach ich. Es geht ja nicht, noch nicht ja, um das Baby. Das habe ich über den Likes gerade auch so gedacht. Es geht um irgendwie. Es geht um was Rührendes, da liken die Leute eher. Mhm. Also eine Schippe drauf. Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe 50.000 draufgehauen. Ja, aber Bernd ist nicht mehr bei Tonnen. Also, er ist schon weniger gewonnen bei Bernd eigentlich. Ja, eigentlich war schon mal höher, das stimmt. Ja. So, Bernd sagt 2016. Ja. Sven sagt 2014. Mal gucken, ob es 2015 so wird. Gucken wir mal. Sven sagt 3 Millionen, Bernd 8. Noch so viel? Bernd 350.000, Sven sagt 120.000. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt bin ich auch gespannt. Wie krass er jetzt das macht für die letzte Runde. 2014, da hat 2014. Sven. Damit kriegt Sven den ersten Punkt, Bernd den zweiten Punkt für die Aufrufe und der Sven kriegt noch einen Punkt für das, für die Likes. Also Gleichstand jetzt. 15-15, ja. Und jetzt kommt die letzte Runde. Und jetzt kommt die letzte Runde. Leute, ey. Alter. Bestimmt macht ihr jetzt so beim Jahr genau das gleiche ein Tippeln. Wir machen überall gleich. So, will jemand den Tipp in den Kommentaren? Also ich gehe jetzt von 17-17 aus. 17-17? Wäre auf jeden Fall interessant. Wäre lustig. Ja, okay, dann zeigen wir das, mal gucken. Zeigen wir das letzte Video, dann können wir reden. Genau, dann können wir nochmal weiterreden. Bisschen bekannter... Ich hab eine Frage. Ja? Geht das Video Frage. Fast 2 Minuten? Ich wollte das volle Ding nehmen, das ist wichtig. Achso. Das heißt Wuff. Oh, das kann ich sogar. Please stop. Oh God, why? What have you done to me? My butt feels weird. Am I a cat? I'm a dog barf. Hey, what's going on over here? Oh, he seems mad. Oh, no. Oh, shit. Woof. This is dog. Woof. Woof, bitch. Say woof again! Say woof again! Hey Chico, what's going on? I don't know! Dad, why? Why did you make another one of these, Dad? Okay, gut, ich schick ab. Achso, ich hab noch gar nicht angefangen. Hey, Bad kannte das natürlich schon in- und auswendig. Ja, ich kannte das schon. Hat direkt an dem ersten Hund erkannt, okay, der hat auf jeden Fall das Geburtsjahr. Am Feld hat er es erkannt. Am Feld, Alter. Ja. W-
wie so beim Baum halt diese Altersringe, ne? Mm, genau. So sieht das beim Hund am Fell. Hast genau gezählt, wie viele für jedes Fellhaar hast du ein Jahr gerechnet, ne? Ja. Also, ja. 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 Okay, gut. Mal gucken, was der Sven so eingegeben hat. Oh, Leute. Oh, Leute. Bin gespannt. Jetzt bin ich, das wird interessant. Ich gönn Sven auch. Also, muss ich jetzt ja, ich gönn dir das aber auch gern, ganz ehrlich. Ja, lass mich wussten, keine Chance für dich. Ich habe sonst immer unseren Battles, weil ich immer so richtiger Wichser mache, versuche dich fertig zu machen, aber heute gönn ich dir es mal. Ja, du, ganz ehrlich, heute gönn ich dir das auch mal, weil du heute so nett warst. Ja, ne? Also ich hatte gute Laune. Also meint einer, wer gewonnen hat? Ja, muss ich, fick dich. Okay. Fick dich doch, ich bin der Gewinner, Verlierer. Loser, ja. So, beide eingeloggt. Okay, gut. Ja. Sven sagt 2018. Bernd 2017. Ja. Ich wollte auch erst 17 schreiben. Sven sagt 12 Millionen Aufrufe. Oh. Bernd sagt 10. Alter, wie klar. Sven sagt 300.000 Likes. Bernd sagt 100.000. Okay. Okay. Los, zeigt jetzt. ich wollte mal bisher erst aufpassen. So. Mal gucken, ob ich vergessen habe, das einzufügen. Das war jetzt lustig. 16. 2016, damit kriegt Bernd den ersten Punkt. 51 Millionen, dafür kriegt der gute Sven einen Punkt. Und 1 Million, dafür kriegt der Sven einen Punkt. Sven gewinnt mit 17 zu 16. 17. Dann, mit 17 gewinnt man eh automatisch, also gut, dass ich keine 11. Runde gemacht habe, sonst wäre eh vorbei gewesen. Boah, mein Glückwunsch, Sven. Mein Glückwunsch. Dankeschön. Hat Sven Spaß gemacht mit dir, Bernd. Ja. Gerne wieder. Und gleich, sobald die Kamera aus ist, Leute, wird hier gefetzt, das sage ich dir jetzt. Das erlebe ich jedes Mal. Wenn die Kamera aus ist, sitze ich auf dem Fahrrad und muss noch wohin. Auf dem Fahrrad? Ja, ich muss dem Kollegen doch helfen, aufbauen fürs Wochenende. Ach so, aufbauen, ja. Jetzt kommt die private Story. Am Wochenende ist hier Halligalli, Ultima-Treffen. Oh. Saufi, Kakao-Trinki-Trinki, ja. Trinki-Trinki, ja. Schöne warme Milch, das ist mal gut. Warme Milch, genau. Vor allem bei 34 Grad, ja. Nein, 29. Wir trinken Eiswürfel mit Eis, Alter. Ja, Eiswürfel mit Eis trinken wir. Oh. Ja. Und damit hat Sven diesmal die zweite Ausgabe von Figure the Clicks gewonnen. Nächstes Mal wird es dann vielleicht einen Dreikampf geben mit dem Googler versus dem Svenny und dem Bernti. Hi. Dann schauen wir mal, wer von allen dreien die Psychospielchen da besitzt im YouTube-Wissen. Sven konnte diesmal wenigstens ein bisschen seinen Ruf wiederherstellen, der ziemlich geschädigt wurde letztes Mal. Holger wird dann gewinnen, der Googler. Ja, der googelt ja immer. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten, das war Figure the Clicks, Ausgabe 2. Nächstes Mal wieder ein bisschen anders, aber nur vom Aufbau her. Haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und ciao. Tschüss. Tschüss.